Im niederösterreichischen Bürbach im Waldviertel steht derzeit ein täuschend echtes schwedisches Dorf. Der Grund? Henning Mankells Krimi Der Chinese wird dieser Tage verfilmt. Und neben Taiwan und Stockholm wird dafür auch in Niederösterreich gedreht. Wir waren mit dabei. Achtung, Probe! Klappe! Volle Konzentration herrscht am Filmset in Pürbach. Nicht nur hinter der Kamera, sondern auch davor. Und Probe! Bitte! Was? Was wollen Sie? Ich bin keine Journalistin, ich bin Richterin. Bitte bringen Sie mich zu Bibi Sundberg. Regisseur Peter Keglewitsch weiß, was er will. Gezielt setzt er Hauptdarstellerin Susanne von Borschody in Szene. Sie spielt die Richterin Brigitta Ruschlin, um die sich alles dreht. Ihre Familie ist umgebracht worden, also ihre Mutter, ihr Vater. Und nun macht sie sich auf die Suche, wer der Täter war. Weil sie auch das Gefühl hat, die Polizei arbeitet nicht richtig und sie haben falsche Leute in Verdacht. Und nun gerät sie immer mehr ins Fadenkreuz des wirklichen Täters, weil sie dem wirklich auf die Schliche kommt. Tatort des Geschehens ist die Ortschaft Häschewallen. In nur 4 Wochen ist rund um einen Waldviertler Gutshof ein schwedisches Dorf entstanden. Ich bin im Auto gesessen, von Schwechat herfahrend. Und ich habe mich dann umgeschaut und gedacht, das ist ja unglaublich. Man glaubt wirklich, also wenn man gesagt bekommt, das ist jetzt Schweden, dann glaubt man es. Dieser Aufwand war 150.000 Euro. Und das ist aber nicht jetzt mit einer Zahl alleine zu beschreiben, sondern es ist dadurch eigentlich nur erklärbar, dass der Filmarchitekt, der Ausstatter, der hier oben die Aufgabe übernommen hat, Schweden zu erschaffen, einfach einer der genialsten Ausstatter Europas ist. Der Krimi ist eine Kooperation von ORF und ARD. Knapp 30 Tage wird in Niederösterreich gedreht, dann geht es weiter nach Stockholm und Taiwan.